Wir haben jetzt unser neues Eisbärenmädchen hier draußen auf der Anlage und das ist für uns schon eine Besonderheit. Wir haben zwar unsere Eisbären-Zwillinge Nela und Nobby vor einigen Jahren gehabt, aber wir freuen uns immer wieder, wenn es bei den Eisbären-Nachwuchs klappt. Das ist nicht so einfach und nicht so üblich und bei uns klappt es wunderbar. Das Muttertier Giovanna ist einfach eine hervorragende Mutter und die Kleine hat noch keinen richtigen Namen, aber kommt bald, entwickelt sich prächtig. Wir haben einen super Partner, einen super Paten für unsere Eisbärmädchen gefunden, nämlich den Sender Pro7. Und Sender Pro7 hat schon seit einigen Jahren eine Kampagne laufen, Green 7. Und für dieses Jahr ist die Kampagne sogar besonders passend für unser Eisbärenmädchen. Nämlich es geht um Klimawandel, um die Eisregion, um die Arktis und den bedrohten Lebensraum dort. Und unser kleines Eisbärenmädchen wird das Gesicht dieser Kampagne sein und dadurch wirklich auch als Botschafterin für ihre vom Aussterben bedrohten Artgenossen in der freien Wildbahn sein. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass unser Beitrag da auch in die Medien hinausgetragen wird, einem breiten Publikum bekannt gemacht wird und dass unser Eisbärenmädchen das Gesicht dieser Kampagne ist. Wir sind sehr gespannt, was wir alles noch berichten können und seien Sie gespannt, was Sie alles aus dem Tierpark Hellabrunn und aus unserer Eisbären-Ecke noch so erfahren werden. Die ist jetzt 3 Monate alt. Bei der Geburt wiegt ja ein Eisbär im Schnitt so zwischen 600 und 800 Gramm nur. Ist ungefähr so groß wie ein Meerschweinchen. Also dafür, dass die Giovanna mit knapp 350 Kilo ins Haus ist. Also ein sehr kleines Baby. Und man sieht ja, hat sich wunderbar und prächtig entwickelt. Liebe Besucher des Tierpark Hellabrunns, kommen Sie jetzt zu uns. Besuchen Sie unser Eisbärennachwuchs mit der Mutter auf der Anlage draußen. Sie erfahren ganz viel über die Eisbären, über ihren Lebensraum, über ihren Bedrohungsstatus. Kommen Sie zu uns und betrachten Sie mal die zwei, wie sie auf der Anlage draußen tollen.